habe den Originalschlüssel, ihr habt gesehen, der funktioniert ja auch zum Motorstarten. Ich fasse jetzt an die Klinke und ihr werdet hören, die ZV vom Auto geht auf, die Spiegel kommen raus, aber die Alarmanlage macht nicht. Tipp, tipp. Der gehört, Alarmanlage geht jetzt an, er prüft, sagt, die Tür ist offen. 1, 2, 3. Alarmanlage ist an. So. Ich sitze im Auto, gleiches Spiel wieder. Ich werde jetzt unten auf die Bremse drücken und gehe hier oben auf den Startknopf. So, hier, guckt euch das an, hier. Es passiert überhaupt nichts. Da, das Auto geht überhaupt nicht. Ich kann nicht fahren, ich kann ihn nicht anmachen. Hier, Motor geht nicht an, Zündung ist zwar an, Alarmanlage ist immer noch scharf. Ich sage, alles klar. So, wir brechen das ab. Ja, moin Leute, willkommen auf unserem Kanal. Wir haben hier einen brandneuen Volvo XC60 D4 stehen. Das Auto hat 68 Kilometer gelaufen. Der Kunde hat den Wagen gestern abgeholt und hat den heute zu uns gebracht. Und wir haben eine Pandora Smart Pro eingebaut. Sein vorheriges Fahrzeug, ein Ford, wurde ihm geklaut. Und er ist wirklich durch das Tal der Tränen gegangen. Er kennt den Ärger und hatte mich vor Auslieferung angerufen und hat gesagt, Sven, lass uns einen Termin machen, wenn der Wagen da ist. Bitte einmal voll absichern, Schockneigung, Ortung und ihm ist ganz wichtig gewesen, eine Wegfahrsperre, dass das Fahrzeug sich nicht mehr starten lässt, wenn der Alarm ausgelöst wird oder beziehungsweise der zweite Faktor. Wir arbeiten ja bei Pandora mit dem zweiten Faktor. Wenn der nicht mehr verfügbar ist, dann darf der Wagen sich nicht starten lassen. Wir haben hier einen brandneuen Schlüssel mit diesen Seitentasten von Volvo. Und hier am Schlüsselbund, wie ihr sehen könnt, hängt der kleine Transponder, der BT770 dran. Das Auto hat jetzt die Türen zugemacht, hat sein Standlicht hier wieder runtergefahren. Und ich kann jetzt als Besitzer zum Auto gehen. Die Bedienung ist ganz einfach. Wenn ich mein Fahrzeug verlasse, drücke ich hier einmal drauf. Transponder und Fernbedienung sind hier. Der Blinker hat einmal aufgeblitzt, hat mir gesagt, geschärft einmal. Und wenn ich den Wagen entschärfe, dann kriege ich zwei Impulse entschärft. Können wir mal machen. Ich fasse das Auto an. Entschärft, Alarmanlage hat freigegeben. Und ich kann jetzt als Besitzer in den Wagen gehen und kann das Auto starten. Das zeige ich euch. Die Ausstattung ist grandios. Also der Wagen soll absolute Vollausstattung haben. Hat diese super Sportsitze hier von Volvo. Ein Bowers und Wilkins Soundsystem ist hier drin. Digital, Cockpit, in der Mitte noch ein Lautsprecher. Das große Dach, Panoramadach ist hier drin. Und wirklich, also schick gemacht, was Volvo da mittlerweile baut. Sehr modern. So, und was sehr schick aussieht, sind diese Applikationen hier. Das ist alles aus Metall gemacht. Ich setze mich jetzt mal als Besitzer in mein Auto und habe, wie gesagt, den Originalschlüssel hier und habe den Transponder bei mir. Einmal Platz nehmen. Ich mache die Tür hier zu und habe hier drin auch so einen schicken Knauf wieder von Volvo und einen Drehschalter. Fuß auf die Bremse und los. So, Wagenmotor läuft schon. Ich kann mal kurz ein Stück vorfahren. So, ihr seht, das Auto läuft. Ich gehe rückwärts. Das Auto läuft. So, ich gehe auf P, schalte es aus, alles super. So, Motor ist ausgeschaltet, stopp. Ich gehe raus und jetzt zeige ich euch mal, was den Unterschied macht mit einer Pandora. Wir werden nämlich jetzt mal den Schocksensor zum Beispiel ärgern. Wir schärfen das Auto wieder. Es geht natürlich auch hier über den Schlüssel ganz normal. So, Alarmanlage ist geschärft. Gute 10 Sekunden, dann hat der Wagen sich eingemessen und wir können jetzt quasi den Wagen so stehen lassen. Vorne im Fenster haben wir dem Kunden noch eine blaue LED eingebaut. Kann man auch richtig gut sehen. Ich kann mal ganz kurz hier in der Halle das Licht ausmachen. Dann könnt ihr mal sehen, wie hell diese LEDs sind, wenn die vorne blitzen. Das geht bis oben hoch und das sieht man selbst hier oben an der Kante noch. Da oben, wenn die LED nachts blitzt, dass der Wagen eben anders ausgestattet ist als serienmäßig. Die Diebe sehen das, gucken sich das Auto an und sagen, der ist protected bei Pandora. Ich lasse mal die Finger davon. Wenn Sie mehr machen, schlagen hier aufs Auto, machen irgendwas. Habt ihr gesehen, der Wagen hat eine Vormeldung gekriegt. Eine Vorwarnung jetzt, dass der Schocksensor ausgelöst hat. Wenn der abgeschleppt wird, Parkrempler, die versuchen den hochzuheben, irgendwas, was Stärkeres, was passiert, aufs Fahrzeug, dann geht die Alarmanlage sofort ins Vollprogramm. Habt ihr gesehen? Stärkerer Schlag, Alarmanlage ausgelöst, 120 dB. Was der Wahnsinn. Boah, meine Ohren, Hilfe. So. Ihr seht, Anruf jetzt beim Besitzer. Ich habe abgebrochen, ich habe den Transponder. So, das Auto ist komplett geschärft. Und der Klassiker ist ja die Diebe. Ja, das Original Volvo-Alarmsystem ist auch scharf. Ne? Aber rot heißt immer, ne, serienmäßig. Das heißt immer Zubehör von uns nachgerüstet.
Ich habe den Originalschlüssel hier. Normalerweise kopieren sich Diebe die Schlüssel oder sie machen eine Reichweiten- oder so eine Verlängerung von so einem Keyless-Schlüssel. Gibt es bei uns auf dem Kanal auch Videos, haben sie einen BMW vor der Tür geklaut. Der eine ist mit der Antenne am Haus, der andere ist am Fahrzeug und fasst immer an die Klinke, bis das Auto aufgeht. Ich habe den Originalschlüssel, ihr habt gesehen, der funktioniert ja auch zum Motorstarten. Ich fasse jetzt an die Klinke und ihr werdet hören, die ZV vom Auto geht auf, die Spiegel kommen raus, aber die Alarmanlage macht nicht. Tipp, tipp. Der gehört, Alarmanlage geht jetzt an, er prüft, sagt, die Tür ist offen. 1, 2, 3. Alarmanlage ist an. So. Ich sitze im Auto, gleiches Spiel wieder. Ich werde jetzt unten auf die Bremse drücken und gehe hier oben auf den Startknopf. So, hier, guckt euch das an, hier. Es passiert überhaupt nichts. Da, das Auto geht überhaupt nicht. Ich kann nicht fahren, ich kann ihn nicht anmachen. Hier, Motor geht nicht an, Zündung ist zwar an, Alarmanlage ist immer noch scharf. Ich sage, alles klar. So, wir brechen das ab. Also, ich habe mir jetzt schnell den Transponder geholt. Jetzt ist es aus, ihr seht. Der Dieb hat keine Chance, hier irgendwas zu machen. Ich setze mich jetzt wieder ins Auto rein. So, die Zündung ist sogar noch an. Der Dieb wäre einfach so abgehauen, wie es immer ist. So, Autoschlüssel, Transponder im Fahrzeug. Und jetzt mache ich hier wieder drauf. Und ihr seht, der Motor springt sofort an. Jetzt kann ich auch wieder fahren, kann Gang einlegen entsprechend. Ne? D-Gang, R-Gang, was auch immer. Die Tür ist offen, wird jetzt nicht fahren. So, ich gehe auf P. Habt ihr gesehen? Das ist eine Wegfahrsperre. Das ist die maximale Lösung, die man haben kann, damit so ein Fahrzeug nicht geklaut wird. Ist der Transponder nicht beim Fahrzeug, dann kann der Wagen nicht gestartet werden. Ihr kriegt selbstverständlich zwei. Ihr könnt auch einen dritten noch bekommen, wenn ihr den braucht. So, ihr habt gesehen, wie effektiv ist dieses System. Der Wagen lässt sich nicht mehr starten, wenn der Transponder nicht da ist. Und jetzt kommt noch der Oberclou. Klauen Sie euch die beiden Teile hier mit Waffengewalt oder ihr seid beim Sport, die brechen den Spind auf, fahren mit dem Auto weg, dann könnt ihr die Alarmanlage von jedem Telefon auf der Welt anrufen, autorisiert euch daran und aktiviert diese Sperre permanent. Das heißt, der Wagen geht überhaupt nicht mehr zu starten, auch nicht mit Transponder. Viele haben es vielleicht schon gesehen, hier unten ist so ein ganz kleines Licht, was immer blitzt. Das ist der sogenannte Valid-Button. Wenn ich hier einen Code eingebe, 1, 2, 3, 4 meinetwegen, piep, das wäre die erste Stelle. Das ist für die Notentschärfung. Falls ihr eure Fernbedienung verloren habt, die ist euch im Sommer in Baggersee gefallen oder irgendwas, dann könnt ihr das Auto mit dem Autoschlüssel aufschließen, die Alarmanlage würde angehen, ihr macht die Zündung an, tippt den Code ein und könnt dann damit das Fahrzeug wieder übernehmen. Maximaler Schutz. So soll das sein. Eingebaut von Canfors, von den Spezialisten. Wir sind eine Meisterwerkstatt und Exzellenzpartner von Pandora. Wie gesagt, das Auto ist brandneu, 68 Kilometer. Wir haben den heute komplett ausgerüstet. Wenn euch das interessiert, canfors.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Volvo XC60 D4. Und der Besitzer hat mir gesagt, den fährt er jetzt erstmal und behält den. Denn die Diesel werden nicht mehr produziert wohl bei Volvo. Und ja, wir haben jetzt alles abgesichert. So machen wir das. Pandora Smart Pro eingerüstet in dem nagelneuen Volvo. Der Wagen hat ja diese Lampen, Thors Hammer, glaube ich, heißen die. Haben auch die großen XC90 und so weiter. Ja, also ihr seid bei uns an der richtigen Adresse. Passt auf diese Autos auf. Die werden so gerne geklaut. Ich kann mich erinnern, einem Taxifahrer haben sie beim XC90 in der Tiefgarage das ganze Auto auseinandergepult, weil die Werksalarmanlage von Volvo reagiert nicht auf Stöße, Kippen. Da haben sie diese Scheibe komplett rausgepult und sind ins Fahrzeug reingegangen, haben reingefasst, nur um eine Geldbörse zu holen. Die ganze Scheibe, Leder kaputt. Genau, im Hintergrund ist noch ein Dodge Ram. Der wird gerade auch von den Kollegen dem Besitzer erklärt. Ne? Deshalb hier erschärft, er entschärft. Auch ein Riesenfahrzeug, auch eine Geschichte. Der war schon mal geklaut und in Einzelteile kommt noch ein Video. Also sichert die Autos. Wenn ihr Fragen habt, canfors.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Ich bin Sven von Canfors, ungefähre Einbauzeit, 5,5 Stunden für so ein Fahrzeug. Der Besitzer ist jetzt absolut gesichert, kam mit seinem Fahrzeug wieder los. Das passt selbstverständlich für die ganzen anderen aktuellen Volvo-Modelle. Das Besondere eben ist, wir haben einen zweiten Faktor, den kann der Dieb sich nicht kopieren. Die können sich Schlüssel kopieren, Signale verlängern. 128-Bit Bluetooth verschlüsselt, eine kleine Platine ist hier drin und die ist mit der Alarmanlage verschlüsselt und hat auch noch eine Feldstärkenerkennung. Das heißt, wenn ich viel zu weit weg bin und würde auch das Auto öffnen, dann sagt die Pandora, ich habe vielleicht den Tag schon erkannt, aber der ist mir viel zu weit weg. Bin ich aber in der Nähe vom Auto und sage, ich bin hier, der gehört, ist sofort abgeprüft worden, ob der da ist. Ich habe es euch ja gezeigt. Wenn der nicht beim Fahrzeug ist, geht die Alarmanlage sofort an, ne, sucht ganz kurz nochmal nach dem Transponder, wenn die Tür aufgemacht wird. Und danach geht hier die Hölle los, die Alarmanlage löst aus, ne, und entsprechend der Motorstart wird unterbunden.
Und ihr habt gesehen, Schock, Neigung, Ortung, Telemetrie, bedienbar über den Schlüssel, über die Tür, Motorhaube abgesichert, Kofferraum abgesichert, die schönen Felgen abgesichert, ne, falls ihr den hochheben wollen, kippen wollen, Scheinwerfer gesichert, ne, dieses elende Thema, dass die immer die Scheinwerfer klauen bei den Autos. In jedem Fall den Kanal abonnieren, wenn ihr Fragen habt, kampfhaus.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Wenn ihr mehr über die Autos und Absicherung sehen wollt, dann schaut mal bei uns auf dem Kanal. Wir haben so viele Videos für euch fertig gemacht. Alles, was ihr seht, Elite zum Beispiel, haben wir im Dodge Ram gezeigt, könnt ihr auch für diese Fahrzeuge bekommen. Dann müsst ihr bitte mal mit uns Kontakt aufnehmen. So, ich öffne ihn jetzt. So, jetzt habe ich es von der Beifahrerseite gemacht. Gleich Thema, die Alarmanlage kriegt die Info, das Auto wird geöffnet, schalten wir frei. Transponder ist beim Fahrzeug und die Alarmanlage sagt, ja, natürlich schalten wir frei. Volvo XC60. Sehr schickes Auto, ganz tolle Sitze. Und ich blende jetzt aus, wir machen ihn zu. Ihr lasst ein Like da. Und wenn ihr Fragen habt, kampfhaus.de/kontakt. Auto ist wieder geschärft. So, ihr lasst mal ein Abo da. 04103 70 19 840 bei Interesse. Ja, unser letzter Blick auf den Volvo. Ihr lasst mal bitte ein Like da. Und wenn ihr Fragen habt, kampfhaus.de/kontakt oder 04103 70 19 840. Könnt noch einmal uns hinten die Lichtsignatur angucken. Und dann sind wir heute durch. Der Besitzer holt jetzt sein Fahrzeug ab, wir weisen ihn jetzt ein und der Volvo wird bei ihm bleiben, auch bei Reisen nach Polen und was er vorgehabt hat. Protected by Pandora, das ist nicht nur ein Aufkleber, das ist ein Versprechen, dass die Diebe richtig einen auf die Finger kriegen. Schärfen, geschärft, das war's. Weggehen, wenn irgendwas nicht geschärft ist oder beziehungsweise eine Zone ist offen, dann piept euch die Pandora an, guckt dazu gerne nochmal bei uns in die anderen Videos rein. Ich bin Sven von Kampfhaus, habt eine gute Zeit und bis bald. Ciao.